Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ZAPTV. Heute gibt es wieder einen Testbericht für euch und zwar möchten wir gleich zwei Boards unter die Lupe nehmen. Wir haben einmal das 12 Monster und das 10-8 Allrounder von Brunelli. Hier seht ihr die beiden Boards schon mal in ihrer vollen Größe. Wir haben die Icehubs von Wassersport Europa für diesen Test zur Verfügung gestellt bekommen und bekommen auch eine kleine Aufwandsentschädigung. Wir haben euch die Boards unter dem Video in der Infobeschreibung einmal für euch verlinkt. Die Brunelli Boards liegen preislich so zwischen 500 und 600 Euro, je nach gewähltem Paket. Wir haben jetzt hier bei beiden das Komplettpaket bekommen. Aber wenn ihr euch das Board selber kaufen möchtet, müsst ihr so ein bisschen schauen, was benötigt ihr und was ist tatsächlich enthalten. Es gibt zum Beispiel Sets mit unterschiedlichen Pumpen. Manchmal ist eine Triple-Hub-Pumpe enthalten, manchmal eine Doppel-Hub-Pumpe. Manchmal ist ein Kajaksitz dabei, manchmal nicht. Und da müsst ihr so ein bisschen schauen, was ihr selber benötigt und was im jeweiligen Set enthalten ist. Und danach richtet sich am Ende dann tatsächlich auch so ein bisschen der Preis des jeweiligen Sets. Wir haben jetzt hier bei beiden das Komplettset und auf den gesamten Lieferumfang kommen wir später im Video natürlich noch im Detail zu sprechen. Jetzt starten wir aber erstmal mit den beiden Boards und den Fahreigenschaften. Starten wir mit der etwas längeren Version. Diese hat nämlich eine Gesamtlänge von 12 Fuß, also 365 cm in der Länge. Und durch diese Länge hat das Boarding einen Vorteil gegenüber der 10-8er Version, dass es etwas besser durch das Wasser gleitet, dementsprechend einen etwas besseren Geradeauslauf hat und man seltener die Paddelseite wechseln muss. Das ist ja gerade bei Sub-Einsteigern und Anfängern ein Vorteil, wenn man nicht immer ständig mit dem Paddel auf die andere Seite muss. Es ist auch ein bisschen entspannter, wenn man öfter und mehr auf einer Seite paddeln kann und das Board trotzdem noch gut geradeaus fährt. Das heißt, bei diesem Board haben wir einen besseren Geradeauslauf als bei der 10-8er Version. Allerdings nicht einen ganz so guten Geradeauslauf wie bei anderen 12 oder 12-6er Boards. Das liegt einfach daran, dass wir eine relativ starke Boardaufbiegung haben, was auch wiederum ein Vorteil sein kann, weil dadurch, wenn kleinere Wellen aufkommen, kann das Board einfach über die Wellen rüber schwappen. Und das ist für Sub-Einsteiger und Anfänger schon insgesamt etwas entspannter. Diese Boardaufbiegung hatte einen weiteren Vorteil. Dadurch ist das Board nämlich trotz der langen Boardlänge etwas wendiger, etwas quirliger im Wasser. Nicht zu vergleichen mit einem Allrounder, aber für ein 12 Fuß langes Board lässt sich das Brunelli 12 Fuß Board doch vergleichsweise gut wenden. Gerade wenn man sich auf dem Board etwas nach hinten bewegt, ist es um einiges leichter, das Board um die Kurve zu ziehen. Allerdings muss man auch sagen, wenn man ein sehr quirliges Board im Wasser sucht, dann sollte man vielleicht doch eher den Allrounder nehmen. Hier das Board ist dann schon eher Richtung Touringboard gehend oder wenn man vielleicht auch mit zwei Personen gleichzeitig paddeln möchte. Das ist hier nämlich durchaus möglich. Wir haben nämlich eine Standfläche, die eine Gesamtbreite von 31 Inch bzw. 82 cm hat und dadurch, dass wir hier eine so breite Standfläche haben, eine relativ große Auflagefläche auf dem Wasser, bietet das Board gerade für Sub-Einsteiger und Anfänger viel Sicherheit, weil wir eine hohe Kippstabilität haben. Das macht sich natürlich auch bemerkbar, wenn man zu zweit auf dem Board paddelt. Das funktioniert durchaus, wenn eine Person dann hier im Bereich der Mitte steht und eine Person leicht dahinter, dann kann man auf dem Board durchaus auch zu zweit paddeln. Also Kippstabilität gerade für Sub-Einsteiger und Anfänger richtig gut. Einem muss natürlich klar sein, das Board ist aufgrund der Boardform kein Stand-Up-Paddleboard für hohe Geschwindigkeiten. Das liegt einfach daran, dass wir hier eine relativ stark abgerundete Nose haben. Dann hinzu kommt noch die Boardaufbiegung und dadurch ist natürlich die Gleitfähigkeit etwas schlechter als bei anderen Boards, die dann eine flachere Boardlinie haben und eine etwas spitz zu laufendere Nose. Also was die Kippstabilität angeht, ist es von Vorteil, dass wir viel Auflagefläche haben, das Board nicht zu spitz zuläuft. Aber was dann die Geschwindigkeit angeht, da muss man natürlich einige Einschränkungen hinnehmen, sodass es dann tatsächlich eher ein Board ist für das gemütliche Cruisen auf dem See oder entspanntes Stand-Up-Paddle-Touren. Als Konstruktion haben wir bei dem Brunelli-Board ein klassisches Double-Layer-Board, das heißt zwei PVC-Lagen für mehr Robustheit und dementsprechend auch für mehr Steifigkeit.
Wir haben hier das Bordgewicht von 10,4 Kilo, was insgesamt noch in Ordnung geht für ein 12 Fuß langes Board. Es gibt auch einige Boards in dieser Boardlänge, die noch etwas leichter sind, dementsprechend auch von kleineren und leichteren Personen besser im Wasser zu handeln sind. Mit hier den 11,4 Kilo ist es aber insgesamt noch im Rahmen. Wir haben bei der Steifigkeit natürlich auch wieder den Test gemacht und bei einer Auflagefläche von 1,50 Meter, einer Belastung von ungefähr 85 Kilo und dem maximal aufgepumpten Druck von 15 PSI hat sich das Board 1,4 cm bzw. 14 mm durchgebogen, womit es sich schon bei den etwas besseren Stand-Up-Paddle-Boards einordnet. Mal so zum Vergleich, sehr, sehr gute Stand-Up-Paddle-Boards liegen so um die 10 mm und die schlechtesten Stand-Up-Paddle-Boards liegen dann ungefähr bei 25 mm. Also hier mit den 1,4 cm bzw. 14 mm ist das Brunelli Stand-Up-Paddle-Board, was die Steifigkeit angeht, richtig gut dabei. Die maximale Traglast vom Board soll bis zu 220 Kilo betragen, sodass es auf diesem Board natürlich möglich ist, auch zu zweit zu paddeln. Das heißt, zwei Erwachsene, ein Erwachsener und ein Kind ist auf diesem Board gar kein Problem, sodass es natürlich dann auch ein Stand-Up-Paddleboard für die ganze Familie ist. Das Board bietet zudem, wie auch die etwas kürzere Version, viele, viele Features, nämlich extra viele Tragegriffe. Wir haben zwei Tragegriffe extra nochmal an der Seite, um das Board leichter aus dem Wasser zu heben oder dass sich vielleicht auch ein Kind, wenn es hier im vorderen Bereich sitzt, sich an diesen Griffen festhalten kann. Zudem haben wir vorne an der Front noch einen Tragegriff sowie hinten am Heck. Zudem, was hier eine Besonderheit ist, ist, dass wir zusätzliche D-Ringe haben an der Standfläche, nämlich 4 Stück. Und an diesen D-Ringen lässt sich dann ganz entspannt ein Kajaksitz anbringen. Und so können wir dann bei diesem Stand-Up-Paddleboard auch im Sitzen paddeln. Ansonsten bietet das Board ein riesiges Gepäckgummi, sodass wir dann auch bei langen Stand-Up-Paddle-Touren ausreichend Gepäck mitnehmen können. Wenn wir uns das Board von unten anschauen, dann sehen wir, dass wir 3 Finnen haben, 2 kleine fixe, nicht abnehmbare Sidefins und eine große Mittelfinne, die mit dem Steckfinsystem einfach eingeschoben wird. Die Finnen sorgen dafür, dass das Board im Wasser, gerade bei kleineren Wellen, etwas mehr Stabilität hat. Allerdings wirkt sich das nicht ganz so stark auf die Fahrperformance aus. Nach der längeren Version kommt jetzt die kürzere 10/8er Version, 325 cm in der Länge. Und durch die kürzere Bordlänge haben wir den ganz großen Vorteil, dass das hier die quirligere Variante ist. Das heißt, das Board lässt sich im Wasser noch einfacher lenken, noch einfacher handeln. Auch von Kindern kann dieses Board noch einfacher gelenkt werden. Zudem haben wir den Vorteil bei der kürzeren Version, auch wenn wir hier in der Boardmitte stehen, das heißt im Bereich des Sweet Spots bei den Tragegriffen, können wir das Board auch sehr einfach wenden mit einfachen Bogenschlag oder einfachen Paddelzügen auf einer Seite lässt sich das Board richtig gut um die Kurve ziehen. Allerdings hat natürlich die kürzere Boardlänge den Nachteil, dass wir nicht einen ganz so guten Geradeauslauf haben wie bei der 12-Fuß-Version. Macht auch irgendwo Sinn, das Board ist kürzer und gerade Sub-Einsteiger und Anfänger, die nicht eine ganz so saubere Paddeltechnik haben, müssen dann natürlich öfter die Paddelseite wechseln, um noch gut geradeaus zu fahren. Wir haben trotzdem bei dem Board eine hohe Kippstabilität. Durch die Standfläche mit den 32 Inch bzw. 81 cm ist das fast so gut wie bei der 12er Version, weil wir auch hier eine riesige Auflagefläche auf dem Wasser haben, ist dieses Board auch sehr kippstabil, was ja gerade bei Sub-Einsteigern und Anfängern ein großer Vorteil ist. Zudem können wir uns auf diesem Board auch ziemlich einfach nach hinten bewegen, weil wir, wie auch schon bei der 12er Version, eine ziemlich hohe Auflagefläche haben und so ist es dann auch von Sub-Einsteigern und Anfängern noch schneller möglich, auch die ersten Schritte vielleicht Richtung Heck zu machen und seine Sub-Skills in dieser Hinsicht etwas zu verbessern. Natürlich dürfen wir auch bei diesem Board, was die Geschwindigkeit und das Gleitverhalten angeht, keine Wunder erwarten. Auch hier haben wir so die klassische Allrounder-Form, stark abgerundete Nose, insgesamt eine sehr runde, bauchige Form, was die Kippstabilität zwar positiv beeinflusst, die Gleitfähigkeit aber eher nicht. Das heißt, auch dieses Board ist eher für gemütliches Cruisen, nichts für extrem lange Stand-Up-Paddle-Touren von 20 Kilometern oder mehr, sondern eher für die entspannte Runde auf dem See oder die Kanäle durch die Stadt. Die Vorteil von dieser Version ist, dass sie von Kindern deutlich einfacher im Wasser zu handeln ist und auch einfacher zu lenken, weil wir hier auch das etwas niedrigere Bordgewicht haben, von nämlich in diesem Fall 1 Kilo weniger als die 12er Version, von ungefähr 10,4 Kilo.
Das wirkt sich natürlich auch etwas auf die Beschleunigung aus, aber auch hier darf man, was die Geschwindigkeit angeht, natürlich keine Wunder erwarten. Die angegebene maximale Traglast von diesem Board liegt bei 180 Kilo. Wir würden dieses Board allerdings für ein maximales Paddlergewicht bis ungefähr 100 Kilo empfehlen. Weil dieses Board nun mal auch etwas kürzer ist, nicht ganz so viel Volumen bietet wie die lange 12-Fuß-Version. Die hatte ja 360 Liter Volumen. Hier haben wir etwas weniger, sodass wir dieses Board dann, auch wenn das Material sehr steif ist, dann eher für Paddler bis vielleicht maximal 100 Kilo empfehlen würden. Man kann auf diesem Board auch mit einem Erwachsenen und einem Kind gemeinsam paddeln, aber es ist deutlich unentspannter als auf der 12-Fuß-langen Version. Wir haben hier zwar trotzdem ein sehr steifes Board, wir haben nämlich auch hier wieder eine Double-Layer-Konstruktion, das heißt wieder zwei PVC-Lagen, ein robustes Board, welches auch sehr steif ist. In dem Test bei der Steifigkeit haben wir das Board auch wieder mit ungefähr 85 Kilo belastet, bei der Auflagefläche von 1,50 Meter und bei dem maximal aufgepumpten Druck von 15 PSI hat sich dieses Board 13 mm durchgebogen, womit es sich dann ungefähr im gleichen Bereich wie die 12 Fuß lange Version einordnet. Wir haben hier also durchaus ein sehr steifes Stand-Up-Paddleboard, welches sich super von Erwachsenen fahren lässt und welches genau wie auch die 12 Fuß lange Version ein super Familienboard ist. Von den ganzen Features haben wir tatsächlich wieder ungefähr die gleichen wie auch bei der 12 Fuß langen Version. Wieder die ganzen zusätzlichen Tragegriffe, auch wieder die Möglichkeit, einen Kajaksitz anzubringen, sodass wir auch hier dann wieder ganz entspannt im Sitzen paddeln können. Und wir haben auch hier auf der Unterseite wieder drei Finnen. Das heißt wieder eine große Mittelfinne, zwei kleinere Sidefins. Und tatsächlich wirken sich auch hier die Finnen nicht besonders groß auf die Fahrperformance aus. Außer, dass wir auch bei kleineren Wellen etwas mehr Stabilität haben und das Board nicht ganz so schnell ins Kippen gerät. Wir haben bei der 10.8er Version wie auch bei der 12er Version eine Dicke von 6 Inch bzw. 15 cm. Das hat den ganz großen Vorteil, dass das Board relativ weit aus dem Wasser raussteht und wir so beim Paddeln mit den Füßen nicht im Wasser stehen. Es gibt auch 4 Inch dicke Board-Varianten, allerdings muss bei diesen dann das Material noch hochwertiger sein, um da eine gute Steifigkeit hinzubekommen. Deshalb empfehlen wir gerade in dem etwas günstigeren Boardsegment, wo ja diese beiden Boards einzuordnen sind, immer auf die 6-Inch-Variante zurückzugreifen. Gerade wenn man etwas schwerer ist ein normal schwerer Erwachsener ist, sollte man gerade in dem günstigen Preissegment darauf achten, dass das Stand-Up-Paddleboard wie auch diese beiden immer mindestens die 15 cm in der Dicke haben. Wir haben jetzt hier den ganzen Lieferumfang der beiden Boards für euch einmal aufgebaut. Dieser unterscheidet sich eigentlich nur bei den Pumpen. Wir hatten bei dem blauen, bei dem 12er Board einmal eine HP2 von GRI mit dabei. Das ist eine Doppelhubpumpe. Und bei dem kleinen schwarzen Brunelli war die HP6 von GRI, also eine Triple-Hub-Pumpe mit dabei. Damit bringt das Aufpumpen noch mal ein bisschen mehr Spaß und geht natürlich auch ein bisschen schneller. Dann haben wir bei beiden Boards den gleichen Rucksack. Diesen hatten wir auch schon bei vielen anderen Boards. Das ist ein sehr robuster Rucksack, der auch Rollen hat, dass man die Boards auch hinter sich herziehen kann. Und er hat ein gutes Tragesystem, dass man den Board auch recht bequem auf dem Rücken tragen kann. Wir haben bei beiden Boards die Kajakfunktion, also die 4 extra D-Ringe, wo man den Kajaksitz sehr gut befestigen kann. Der Sitz ist recht bequem und auch gut stabil, sodass man sich da schon wirklich gut dran anlehnen kann. Für die Kajakfunktion haben wir zusätzlich noch diese Fußstützen, die man vorne an den Boards befestigen kann, damit man so ein bisschen mit den Füßen Gegendruck erzeugen kann. Dies ist bei beiden Boards auch wieder möglich. Kommen wir nun zu den Paddeln. Die sind auch bei beiden Boards gleich. Die Paddel sind aus Carbon, dreiteilig und wiegen um die 650 Gramm, sind also recht leicht und für den Anfang vollkommen ausreichend. Die Paddel, da wir ja auch eine Kajakfunktion bei den Boards haben, werden mit einem zusätzlichen Paddelblatt geliefert, sodass man hier den Griff abmachen kann und da zusätzlich das zweite Paddelblatt dran machen kann und somit entspannt die Kajakfunktion auch nutzen kann. Zum weiteren Lieferumfang gehört einmal eine Leash, was uns wieder sehr freut, da dies eure Sicherheit auf dem Board erhöht. Ein Gurt zum Fixieren des Boards, wenn ihr das Board einrollt, und ein Repair-Kit.
Kommen wir jetzt zum Gesamtfazit der beiden Brunelli Boards. Alles in allem müssen wir sagen, dass wir im Hinblick auf den Preis und das Gesamtpaket tatsächlich überzeugt sind. Wir haben hier ein gutes, leichtes Paddel, was auch bei langen Stand-Up-Paddle-Touren nicht zu schwer in der Hand liegt. Wir haben gerade bei der kleinen Version eine gute Pumpe, womit das Board noch schneller aufgepumpt ist. Und wir haben einen guten Rucksack. Hinzu kommt halt die Möglichkeit, dass wir beide Boards mit dem Kajaksitz umrüsten können, wenn wir nicht mehr können oder einfach mal eine Runde im Sitzen drehen möchten. Wir haben also ein gutes Gesamtpaket, gerade für Sub-Einsteiger und Anfänger, die noch gar nichts haben, bekommt man hier wirklich insgesamt ein gutes Komplettpaket mit auch einer soliden Verarbeitungsqualität. Die Verarbeitungsqualität ist bei beiden Stand-Up-Paddleboards ungefähr in dem Bereich, wie wir das auch sonst in dieser Preisklasse gesehen haben. Wir haben jetzt im Testzeitraum keine Mängel an den Boards feststellen können und die haben bei uns tatsächlich alles mitgemacht. Es sind jetzt keine besonders sportlichen Boards oder Stand-Up-Paddleboards, womit man jetzt extrem lange ausgiebige Touren machen möchte. Es sind eher Boards für das gemütliche Cruisen auf dem See, das gemütliche Fahr durch die Kanäle oder so ein klassisches Familienboard. Es sind jetzt ja keine High-End-Boards, keine sehr sportlichen Stand-Up-Paddleboards, aber die Stand-Up-Paddleboards machen Spaß. Also wer jetzt am Überlegen ist, ob er sich so ein Board holen möchte, vielleicht als Familienboard, der ist hier mit beiden Versionen bestens bedient. Für etwas schwerere Personen würden wir dann eher die 12 Fuß lange Version empfehlen, weil sie halt auf etwas mehr Gewicht ausgelegt ist, mit etwas mehr Volumen und für etwas leichtere Paddler oder wenn das Board dann eher von Kindern genutzt werden soll, dann würden wir eher die etwas kürzere 10/8er Version empfehlen. Alles in allem waren wir aber mit beiden Boards tatsächlich über den gesamten Testzeitraum sehr zufrieden. Das war jetzt alles zu dem Doppeltest der beiden Brunelli Boards. Wir hoffen sehr, dass wir euch damit weiterhelfen konnten. Seid ihr die Boards schon mal gefahren? Habt ihr Erfahrungen damit gemacht? Oder habt ihr noch Fragen zu den beiden Boards? Dann schreibt es sehr gerne unter dem Video in die Kommentare und wir werden euch dann bestmöglich weiterhelfen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihr gerne einen Daumen nach oben und abonniert den YouTube-Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Zusätzlich könnt ihr uns auch bei Facebook oder Instagram finden. Da posten wir auch immer mal wieder was in die Stories, zeigen so ein bisschen, was hinter den Kulissen so abgeht und nehmen euch da bei den Dreharbeiten immer ein bisschen mit. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao! Noch ein bisschen Action drin. Das hat den großen Vorteil, dass das Board... Ich bin raus, tschüss. Wo bin ich gerade?